Herzlich willkommen zu meinem Video Screenshots machen. So schnell geht's mit dem kostenlosen ShareX 3.0. Im ersten Video meiner Reihe habe ich dir schon gezeigt, wie man einen Screencast machen kann mit diesem tollen Gratis-Programm und wo du es herunterladen kannst. GetShareX.com ist dann hier die Adresse. Ich gehe hierher, gehe auf Downloads, wähle mir dann die Variante aus, die ich runterladen möchte. Das ist eine sehr kleine Datei. Wählen wir dann die Variante aus, die Setup.exe-Datei, mit der ich es fix auf meinem Rechner installieren kann, oder die portable Version. Unterschied habe ich dem ersten Video schon erklärt. Ja, und dann starte ich bei mir jetzt schon einmal das Programm. Ich habe es jetzt hier gestartet, jetzt geht es ja wirklich nur darum, Screenshots zu machen. Und wenn du das erste Mal das Programm hier startest, habe ich beim ersten Video schon darauf hingewiesen, dass solltest du dann schauen, dass du hier die Hotkeys einstellst. Das heißt, die entsprechenden Tastenkombinationen, mit denen du etwas aufnehmen kannst. Hier sind 5 schon einmal dementsprechend einmal vorgesehen. Hier beim Hinzufügen, bei Bearbeiten könnte man wiederum dann Dinge noch dann dazugeben. Das belassen wir jetzt einfach einmal. Einen Bereich aufnehmen, also einen kleinen Teil aufnehmen, habe ich bei mir hier belegt mit einer bestimmten Tastenkombination. Wenn du das anders machen möchtest, könntest du einfach hineinklicken, dann wird das gelöscht. Und wählst dann dementsprechend dann wieder eine bestimmte Tastenkombination, wie zum Beispiel Shift, Print Screen, was auch immer. Du kannst deine Tastenkombinationen an und für sich weitestgehend frei belegen. Ich würde dir aber nicht empfehlen, hier zum Beispiel einfach die Enter-Taste reinzunehmen und dann nimmst du den gesamten Bildschirm auf. Weil jedes Mal, wenn du Enter-Taste drückst und das Programm gestartet ist, nimmst du dann einen Screenshot auf. Das wäre wahrscheinlich nicht allzu günstig. Ja, das wäre es jetzt hier mit den Tastenkombinationen, die wahrscheinlich ganz wichtig sind. Dann standardmäßig eingestellt ist, dass du diese Sachen dann immer wieder raufladen kannst auf einen bestimmten Server, in die Cloud, auf dem OneDrive zum Beispiel oder Google Drive. Ich möchte das nicht so, ich stelle das bei mir hier ab und ich gehe hier auf Aufgaben nach der Aufnahme und schaue, dass hier etwas nicht fett hinterlegt ist, nämlich dann Bild zum Host hochladen. Das möchte ich nicht, also das darf bei mir, oder möchte ich nicht, dass es hier fett hinterlegt ist. Was ich bei mir eingestellt habe, ist Bild zur Datei speichern unter. Also speichern als, wenn ich dann gefragt wurde, zum Beispiel dann dementsprechend hinspeichern möchte. Wenn du das nicht möchtest, dann klickst du hier einfach dann drauf und es ist dann nicht mehr so fett hinterlegt. Dann, wenn ich Screenshots machen möchte, also einzelne Fotos quasi machen möchte von einem Bild, dann möchte ich bei mir natürlich auch dementsprechend dann das Bildformat festlegen. Das kann ich dann ganz einfach machen, indem ich dann hier auf die Aufgabenstellungen gehe, gehe hier auf Bild. Und wähle mir hier dann das Bildformat aus. Ich habe die Wahl zwischen mehreren Varianten. Du könntest auch PNG nehmen, zum Beispiel JPEG. GIF werden wir in einem anderen Video dann noch kennenlernen, wenn es darum geht, animierte GIFs zu erzeugen. Ich wähle mir hier persönlich JPEG aus. Standardmäßig ist PNG eingestellt. Hier könntest du dann auch noch die Qualität verändern. Also wenn du dann hier dementsprechend dann zum Beispiel eine geringere Dateigröße möchtest. Aber JPEG ist, glaube ich, hier sehr effizient. Bildschirmaufzeichnung. Dass die Mauszeiger dann zum Beispiel gezeigt werden würde. Das spielt aber bei den Screenshots an und für sich spielt das ja eh keine Rolle. Gut, dann kann ich an und für sich meine Bildschirmaufzeichnung dann, also nicht meine Bildschirmaufzeichnung, sondern meine Screenshot dementsprechend dann starten. Ich mache das jetzt hier mal zu. Und schauen wir noch einmal dann entweder die Hotkey-Einstellung an. Das heißt, wenn ich hier jetzt einen bestimmten Bereich noch aufnehmen wollte, drücke ich mal die Shift plus Pause-Taste, das mache ich hier zu jetzt, drücke die Shift-Taste und die Pause-Taste, wähle mir den Bereich dann aus, den ich aufnehmen möchte, den hier zum Beispiel, und schon wird das Ganze gespeichert. Ich werde jetzt hier gefragt, wo ich speichern möchte. Ich könnte mir hier einen Dateinamen auch aussuchen, klicke auf Speichern, es wurde gespeichert, ich gehe jetzt hier rechts hin und kann mir dann diesen Screenshot dann hier anschauen, habe ihn dann schon. Wenn ich mir direkt im Ordner anschauen möchte, könnte ich hier zum Beispiel auf den Screenshot Ordner draufklicken, es geht dann hier diese Windows Explorer Datei auf und ich kann mir das dementsprechend dann gleich anschauen, all meine Dinge, die ich da aufgenommen habe. Ja, das war es an und für sich schon. In einem nächsten Video zeige ich dann gleich, wie du dann Screenshots auch bearbeiten kannst. Das heißt, du kannst dann Beschriftungen, Pfeile und ganz coole Dinge machen. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir anzuschauen. Dann weiters in anderen Videos zeige ich dann, wie du Wasserzeichen automatisch einfügen kannst in deine Screenshots und animierte GIFs erzeugen kannst und so weiter und so fort. Also ich bin mir sicher, wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video.